Alter Scheiße, was willst du sonst dazu sagen? Also ich meine, es war so eine Flut gelber Briefe mit meinem Namen drauf und du stehst da und denkst so, was? Dann kam der Vermieter auf mich zu und sagte, ja, Sie müssen noch 10 Monate Miete zahlen. Ich so, wieso? Ich wohne doch hier gar nicht mehr seit über einem Jahr nicht mehr. Die sind aber noch im Mietvertrag. Und dann kam erst die Betrugsreihe raus. Viele Menschen haben Angst, dass sie wegen Schulden ins Gefängnis kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Schulden machen ist nicht strafbar, man kommt dafür nicht ins Gefängnis. Aber in den Aufforderungen, zum Beispiel eine Vermögensauskunft abzugeben, steht sonst Haftbefehl. Das macht Menschen ganz große Angst. Im Grunde gibt es mir sehr viel Stolz und sehr viel Kraft, weil ich immer weiß, dass egal was passiert, in dem Fall unverschuldet, wir sind Menschen, wir schaffen das, aus jedem Mist raus. Also es ist einfach, glaube ich, für meinen Sohn das beste Vorbild, was ich sein kann, dass egal wie gemein jemand zu dir ist, du aufstehen kannst und weiterlaufen kannst.